Hallöchen, Facebook-Community und meine YouTube-Abonnenten. Jetzt gibt's wieder Frischkäse bei der zweiten Folge von Call of Duty Modern Warfare 2 Singleplayer. Wieder mit am Start der Opade. Hallo! Und wir machen jetzt, wie gesagt, die eigentlich dritte Mission, weil es war am Anfang die Grube, dann kam die erste Mission, was wir in der Folge geklatscht haben. Und jetzt kommt Cliffhanger für euch in einer einzigen Folge, weil die Mission ein bisschen länger dauert, auch mit unserem Quatsch jetzt und sowas. Und aber erstmal so gefragt, Porto, hast du noch was dazu zu sagen? Ich hatte das auch schon mal gespielt, nur ich hatte ziemliche Probleme. Und wo, das sage ich euch dann. Okay, gut, dann fangen wir an und viel Spaß euch. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis? Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Ja, viel zu kalt ist es dort und das sehen wir jetzt. Willkommen bei Cliffhanger, Freunde. Erstmal eine Rohrung. Und dann das hier angucken. So, das ist übrigens Soap und wir machen los. Ganz langsam, gibt es eine spezielle Möglichkeit hier den Berg hochzukommen, das zeige ich euch jetzt. Wir bleiben mich ansehen, auf mein Zeichen da. Genau, wir machen mit Eispickel hoch. Das sind nur die Pickel. Okay, das ist meine Angst, die sämtliche Wurzeln hier spießen lässt. So, und jetzt geht's los. Rechts und links, rechts und links und rechts und links, Freunde. Los geht's. Langsam genug gedrückt haben. Und zack. Oben sind wir. Das war aber noch nicht alles, Freunde. Es geht weiter. Viel Glück, Mann. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und jetzt kommt das mit dem Springen. Festhalten! Nicht loslassen! Okay. Ich bin auch der Fisch hier. Und zack. Los hoch. Es ist wirklich, wirklich krankhaft. Beim ersten Mal durchspielen habe ich hier oben meine Fehler gemacht. Es ist wirklich, wirklich richtig geil, was hier dargestellt wird. Ne? Und jetzt haben wir unsere Waffe. Mit 3 können wir unseren Herzschlag wieder aktivieren. Der blaue Punkt ist unser Freund. Und die weißen Punkte. Herzschlagsensor überprüfen. Sind Feinde. Ich sollte auf der Anzeige erscheinen. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Ich werde euch, wie gesagt, die Laptops zeigen, Freunde. Und es gibt ein Ding, was ich hier schaffen will. Es ist ein Steam-Spiel, Modern Warfare 2. Bei mir und ich will es schaffen. Die Aufgabe hier ist, platzieren Sie das C4 in der Basis, die uns jetzt erwarten wird, ohne einen zu verletzen
und ohne Alarmierung. Also, toi toi toi. Das, das was am Anfang passiert, ist logischerweise normal. Roach, diese Trottel haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Wir können uns Zeit lassen. Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. So, dann werden wir das Teil selber nochmal machen hier, Freunde. Derselbe Plan. Bei drei. Eins. Ich stehe ja so günstig. Drei. Gut gemacht. So. Und jetzt kommst du ran, Freunde. Ohne Alarmierung und kein Verletzen. Los geht's. Der Sturm wird stärker. Thermalziel fernrohr von diesem Kamm aus Wache. Schleichen Sie durch den Sturm in die Basis. In dem Schneesturm sind Sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Augen auf den Herzschlagsensor. Viel Glück. So, jetzt zählt's, Freunde. Augen auf den Herzschlagsensor. Und nur keine Fehler machen, weil wir wollen ja die Errungenschaft haben, ne? Der ist hier. Jetzt gehen wir hier hoch und zeige ich euch den ersten Laptop. Wenn der hier weg ist. Stecken. Ist wirklich heavy hier, ne? Ab hoch. Wir machen das jetzt. Ziel links. Außer Sicht bleiben. Einer ist alarmiert. Kann ich nicht. So. Hier oben wäre dann der erste Laptop. Also weiter leider am Wachturm hoch und ja, Laptop einsammeln tut mir jetzt zwar leid, dass ich die Errungenschaft sowieso nicht haben kann. Mache ich schon mal persönlich. Scheiß einfach drauf. Irgendwann schaffst du es bestimmt. Na sicher. Der war gut. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Und das wäre mal weggeholt hier. Unser Visier ist ganz eis befleckt. Wirklich kalt hier, ist ja arschkalt, man. Na sowas von arschkalt, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, ihr könnt gleich einsaufen, du. Dann werden wir was hier. Wir versuchen jetzt hier zum Zielpunkt zu kommen. Roach, die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Außer Sicht bleiben. Wachen in Alarmbereitschaft. Okay. Achtung, der Truck hat angehalten. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Oh, die haben wir weggeholt hier. Müsst auf jeden Fall vorsichtig sein. Das darf zum Beispiel euch nicht passieren. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten. Toller Schuss.
Haben wir ja schon mal sonst hier weggeholt? Im Nordosten der Landebahn nach der Tankanlage. Ja, das war schon mal schön. Ist ein Dreier. Wir machen hier außen rum. Hier ist nämlich keiner. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Aber da ist das Flugfeld, wo du hin musst. Genau. Und jetzt gehen wir hierher. Und dann... Das ist die Tankanlage. Zack, Freunde. Wir haben sie gefunden. Freunde, es ist wirklich klasse. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. So, jetzt sind wir hier über Landebahn und dann hier noch zum Modul. Aha, da müssen wir der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer zuerst da ist, breche auf, Ende. Nice. Starke Wärmesignaturen am Tower. Könnten BMPs sein. Bereich meiden. Und jetzt haben wir hier unsere Chance, zum Road zu stoßen. Und jetzt gehen wir weiter in der Mission hier, Freunde. Da ist er. Wir haben es geschafft, erstmal. Für den ersten Teil bis hierher, finde ich. Und haben wir ganz gut gemacht, Pate, oder? Ich denke mal schon, ja. Jetzt hier treiben wir den nächsten. Tag voll gegen die Schränke hier. Also auf den Nerv gehen wir. So. Messer auch mal in der Kehle und los, weiter geht's. Ne? Raufgehen und das ACS-Modul suchen. Machen wir sofort. Und da ist es und zack. Roach, ich bin aufgeflogen. Stillverhalten und Feuer einstellen. Roach, schnell, Plan B. Zwei. Eins. Zack! Und los geht's ja. Wir nehmen die Mix als Deckung und gehen über die Räuber in Südosten. Da stehen wir nehmen hier, hast du gesehen? Oh nice! Ja, hab ich gesehen. Los ja. Folgen. Hat sie auch Probleme gehabt. Zack, zack. Genau. Sehr viel. Weil die ganzen Leute konnte ich da noch nicht. Ja, hat sie weggebombt. Wir laufen hier drüber, Freunde. Oben kommt einer. So, weg. Eins, zwei. Immer schön zielen. So, und jetzt einfach noch zu dem Ausgang rein, wo die fahren sind, Freunde. So einfach kann man es machen. Und jetzt, was passiert jetzt? Natürlich ein Rutsch hier, oder? Achterfläche hier. So, und jetzt oben. Eins, zwei, drei. Ja. Okay. Schon weg. Kommt noch zwei. Und zack. So, übrigens. Leute, ich hab was vergessen. Euch den Laptop zu zeigen. Es tut mir leid. Ihr habt doch gesehen, wo Roach, wo wir uns getroffen haben. Da geht ihr einfach ein Stück zurück. Also ich bin reingekommen und bin nach links gegangen. Ihr geht nach rechts und bei der Halle, genau wo ihr rechts dann lang geht, sind Fenster an der Seite. Und dann holt ihr euch bei jedem Fenster den Laptop. Einschlagen das Fenster und dann einfach E drücken oder F, was ihr immer zum Benutzen habt. Und dort ist der Laptop. Und dort ist der Laptop. Und der letzten verfolge ich euch, zeige ich euch jetzt. Es tut mir wirklich schon mal leid. Habe ich leider nicht dran gedacht. Primärer Treffpunkt gefährdet, unterwegs zur Landezone mit Feindfahrzeugen. Das ist auch heftig jetzt. Die Front. Da bin ich mehrmals an den Baum gekracht. Weitere Ziele hinter uns. Abschütteln, los, los.
Schon mal solche Idioten von ihnen beschießen müssen. Anhalten bedeutet Tod! Los, los, los! Hier los, muss da irgendwo der Laptop sein. Zwischen den Bäumen, zwischen den Bäumen. Wenn er hier nicht ist, in dem Waldstück, fort einfach weiter und dann fort in das Waldstück rein. Und irgendwo hier müsste der Laptop sein. Zwischen dem Bäumen, irgendwo hier. Das kann ich euch sagen, weil das lese ich und ich habe ihn auch gefischt. Also los. Gibt ja ganz schön Feuer. Und jetzt ist Finale. Ich bin der Bravo der Internet 3. Das ist der Opate. Yo! Cliffhanger ist abgeschlossen. Jawohl. Sehr schön. Und ich wünsche euch einen frohes Neuland mit Himmel und Kommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Tschüss, Leute. Da ist der Heli. Los! Bravo 6, wir haben Sichtkontakt. An Bord, na los. Der Treibstoff wird verdammt knapp. Okay, wir haben das alles. Verschwinden.